Hey ho und willkommen zurück zu unserem Let's Play City Skylines. Willkommen in unserem Feuerstadt in der Mitte des Meeres mit den DLCs After Dark, Snowfall, Matchday und natürlich Mastrandwirt. Und ja, heute wollen wir ein neues Industriegebiet bauen. Hier vorne unsere Stadt etwas erweitern, auch das Ganze per Güterzug anschließen. Und ich würde sagen, damit wir das können, brauchen wir einmal eine Brücke übers Meer. Und genau die bauen wir jetzt. So, wo haben wir die 180 Grad? Genau, hier haben wir sie. Tatsächlich. Und ich würde sagen, bis hierhin bauen wir die Brücke dann letzten Endes auch. Genau. Von hier bauen wir die Autobahn dann auch gleich weiter. Allerdings in einem leichten Bogen in Richtung unseres Luxushotels und Sternstadt. Genau, und ich würde sagen, die schließen wir dann auch einmal hier direkt unten an. Ja, das freut die Anwohner hier jetzt natürlich weniger, dass sie hier jetzt an der Autobahn leben müssen. Da führt aber, denke ich mal, kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir werden auch hier diese Straße etwas ausbauen müssen, damit man dort langkommt. Und dann braucht man natürlich auch hier nochmal die Möglichkeit, in die Gegenrichtung zu fahren. Das heißt, wir müssen einmal hier raus. Und von dort aus dann einmal hier rüber. Auch wieder in einem leichten Bogen. Bis nach hier. Genau, und diese beiden Brücken, die hätte ich ganz gerne exakt parallel. Das heißt, auch hier schaue ich wieder darauf, dass ich 180 Grad als Winkel habe. Genau. Da benötigen wir, denke ich mal, eine kleine S-Kurve. Ja, gut. Hier die Kurve ist halt etwas scharf, aber ich denke mal, das passt soweit. So, und dann werden wir hier auch diesen Teil der Straße von der Fahrtrichtung her umkehren müssen, damit man da in Zukunft in beiden Richtungen fahren kann, letzten Endes. Okay, soweit so gut. Dann benötigen wir hier oben natürlich Wasser. Und auch das wollen wir natürlich legen. Und zwar einmal hier unten runter. Dann brauchen wir hier noch eine zweite Wasserleitung, die einmal den Rest irgendwie erschließt. Und auch hier nochmal eine kleine Querverbindung. So. Und die würde ich dann ganz gerne irgendwie mit hier unten verknüpfen. Und das funktioniert tatsächlich. Das ist sehr, sehr schön. Ja, die geht ja dann relativ steil runter. Aber ich denke mal, der Druck reicht aus. Und dann passt es soweit. Okay, dann nehme ich mal an, fahren hier dann auch die ersten Müllfahrzeuge los und hier oben wird Strom produziert. Damit er reicht, benötigen wir hier aber, denke ich mal, nochmal zwei weitere, mindestens. Genau, und bis die Strom produzieren, dauert es auch noch etwas. Das heißt, wir können uns zwischendurch einer anderen Tätigkeit widmen. Zum Beispiel hier oben nochmal ein neues Wohnviertel in Auftrag geben. Beispielsweise hier hinten. Genau, auch hier neben dem U-Bahnhof, wobei da, denke ich, wären Geschäfte oder dergleichen etwas besser, wegen der Lärmbelästigung. Ja, okay, hier werden jetzt schon Wohnhäuser gebaut, die dürfen auch gerne weitergebaut werden. Okay. Ja, und hier, der neue Stadtteil hat uns jetzt leider natürlich auch nochmal einiges an Geld gekostet. Aber okay. Ich meine, dafür wird er langfristig gesehen sicherlich auch nochmal etwas an Geld reinbringen. Worauf ich mich auch schon freue. Ja. Die Polizeiwagen fahren schon durch die Gegend. Und ich hoffe mal, die Müll-
Müllfahrzeuge kommen hier dann auch irgendwann mal wieder über diese Brücke zurück. Wann, das weiß man noch nicht. Ja, momentan fahren sie erstmal raus in die Stadt. Und ich denke, langfristig werden wir eh nicht über eine Verbindung mit Stromkabeln drumherum kommen. Und wir haben momentan auch Strommangel, so wie ich das sehe. Genau. Hier oben ist alles ohne Strom. Das ist natürlich nicht so toll. Das heißt, da sollte man nochmal das ein oder andere Windkraftwerk in Betrieb nehmen, um diesen Strombedarf decken zu können. Ja, und jetzt haben wir wieder eine etwas höhere Stromerzeugung, als unser Stromverbrauch ist. Genau, und ich hoffe mal, dass die auch noch weiter steigen wird, unsere Stromerzeugung, wenn dann hier oben die Müllverbrennungsanlagen in Betrieb sind. Genau. Außerdem können hier jetzt auch schon mal die ersten Industrien anfangen, ihre Gebäude zu errichten. Und irgendwie vom Nahverkehr soll man natürlich auch noch herkommen. Und dafür habe ich gedacht, könnten wir auch noch mal ein neues Verkehrsmittel nutzen. Und zwar Fähren. Genau, das heißt, wir brauchen erstmal hier irgendwo ein Fährendepot. Passt ganz gut. Zum Beispiel hier. Und dann brauchen wir eine Fährhaltestelle oder ein Fährkai. Ich würde sagen, ein Fährkai würde sich auch ganz gut hier drüben direkt nebenan machen. Genau. Da bauen wir dann auch einmal hier eine kleine Straße rüber. Und dann auch hier nach oben, dass man das irgendwie verbinden kann. So, dann brauchen diese beiden Gebäude hier unten Wasser. Seltsamerweise, denn sie sind ja direkt dran, aber okay. So, und dann können wir hier drüben auch nochmal einige neue Industrien in Auftrag geben, sowie eine Buslinie. Die haben ja auch einen nicht allzu kurzen Anfahrtsweg. Und von dem her denke ich, das passt soweit. So, Fähr- und Busknoten, ja, das wäre natürlich auch ganz praktisch gewesen. Ich glaube, da setze ich dann diese eine Fährhaltestelle nochmal woanders hin, wo ich auch nochmal einen Fährhaltepunkt haben möchte. Und zwar möglichst irgendwo hier drüben, wo Platz ist. Eventuell hier. Wobei man da dann halt auch wieder die ganze Häuserzeile entfernen müsste. Wo ich jetzt auch nicht so scharf drauf bin. Die Frage ist, gibt es da nochmal einen anderen Ort, wo es auch gehen würde, ohne so große Entfernung? Hier zum Beispiel. Okay. Da mussten wir jetzt nur ein Haus entfernen. Und das hätten wir so oder so gemusst, um eben hier das Ganze anschließen zu können. Genau. Das macht hier dieser Fährhafen, der macht sich doch gar nicht mal so schlecht. Liegt dann auch hier schön am Strand von Sternstadt. Vermutlich auch einem unserer größten Stadtteile. Ja, 12.000 Einwohner hat er. Also mehr als, ja, knapp jeder fünfte Einwohner lebt hier tatsächlich in Sternstadt. Sehr, sehr schön. Genau, und dann bauen wir hier drüben noch nochmal um, und zwar den Busknoten. Genau, da können wir dann die Holzstraße nochmal kurz abreißen. So, Fähr- und Busknoten. Kriegen wir den hier hin? Ja, kriegen wir. Das ist sehr, sehr schön. So, und dann können wir hier wieder mit einer Straße verbinden. Und auch hier oben wieder anschließen. Okay, sehr, sehr schön. Dann, Strom brauchen sie hier unten natürlich auch noch. Versteht sich, denke ich mal, von selbst, dass jedes Gebäude Strom benötigt. So, und dann haben wir hier einige Bushaltestellen. Ich denke, da können wir eine kurze Querstraße bauen, um die ganzen Busse hier halten lassen zu können. So, und dann darf einmal eine erste Linie von hier losfahren. Und einmal hier diesen Teil in einem kurzen Ring erschließen.
Genau, und dann hier unten wieder enden und eine zweite Linie. Darf direkt hier hochfahren und dann hier dieses ganze Areal irgendwie erschließen. Dann noch einmal hier diese Querstraße mitnehmen. Und dann hier unten rum wieder zurückfahren. Damit möglichst alle Arbeiter hier irgendwie an unser Liniensystem angeschlossen sind. So, und dann gibt es noch eine weitere Linie, die ein bisschen im Express verkehrt. Genau, die fährt direkt nach hier oben. So ein bisschen entgegen der anderen Linien. Hält dann einmal hier hinten. Dann hier unten nochmal. Nimmt dann auch möglichst diese Straße nochmal irgendwie mit. Dass auch die Arbeiter nicht allzu weit laufen müssen, bietet dann hier nochmal Umsteigemöglichkeiten. Und endet dann auch hier unten. Okay. Diese ganzen neuen Linien sollen natürlich auch nochmal unterschiedliche Farben bekommen. So, die Buslinie 10 war es schon mal nicht. War es die Buslinie 12, die wir hier haben? Ja, die Buslinie 12 ist eine der Linien hier oben. Ist die Buslinie 11 auch dabei? Ja, ist sie. Wobei Rot ist da, denke ich mal, eher unpassend. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal so ein dunkles Pink. Und die Buslinie 13 bekommt dann die Farbe Rot. Okay. So, dann dürfen die Busse schon mal kommen, während wir hier dann uns an die Einrichtung der Fährlinien machen. Genau, da gehen wir dann einmal hier rüber und sorgen dafür, dass hier dann in Zukunft Fährlinien gebaut werden können. Genau. Die Frage ist, kommen wir hier irgendwie unter dieser Brücke unten durch? Die Antwort lautet nein. Leider nicht. Eventuell weiter hier hinten. Ja, da funktioniert es dann. Bis dahin müssen wir hier einfach mit unseren Fähren parallel fahren. Eventuell bis hier. Und dort dann in einer Kurve irgendwie unten durchkommen. Okay. Weiter geht's dann bis hier vorne. Ja, da können wir die Kurve auch noch etwas ausschweifender machen. Genau, und hier drüben müssen wir ja auch nochmal irgendwie unter der Straße durchkommen. Da ist die Frage, kriegen wir das irgendwo hin? Hier gibt es eine Möglichkeit, das ist schon mal sehr schön. Und dann schließen wir das Ganze einfach mal hier drüben an. Ja, und bauen auch hier möglichst nochmal eine kleine Verknüpfung zwischen den beiden Linien hier. Genau. Okay. Und dann denke ich mal, könnten wir hier auch eine erste Fährlinie einrichten, die einmal von hier drüben in Richtung Sternstadt verkehrt. Und von dort dann natürlich auch wieder zurück. Okay, sehr, sehr schön. So, dann hätte ich aber gerne nochmal irgendwie eine andere Möglichkeit, hier hochzukommen. Und zwar, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, per Seilbahn. Denn hier, diese Querverbindung ist auch relativ schwer irgendwie zu überbrücken. Die Frage ist, wo haben wir hier die Möglichkeit für einen Seilbahnbahnhof? Anscheinend hier. Genau. So, was dann sicherlich schwieriger wird, ist von hier aus irgendwie mit den Seilen loszugehen. Genau, bis hier hoch kommt man aber tatsächlich. So, und da müssen wir dann vermutlich irgendwie schauen, dass wir recht scharf um die Kurve kommen. Ja, scharfe Kurven mögen sie nicht so, die Seilbahn. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Da müssen wir dann relativ kleinschrittig vorgehen, um hier irgendwie um die Kurve zu kommen. Genau.
und dann können wir einmal, denke ich, hier am Industriegebiet entlang. Eventuell richten wir einfach hier oben nochmal eine Seilbahnhaltestelle ein. Dann können auch dort nochmal Leute aussteigen. Ja gut, das müssen wir nochmal etwas anders bauen. Da werden wir eventuell diesen Abschnitt nochmal abreißen müssen. Damit wir da irgendwie langkommen. Okay. Und dann auch hier die letzte Verbindung. Klappt relativ problemlos. Genau. Dann von hier aus müssen wir dann irgendwie hier diese Steilstrecke nach unten kommen. Und hier klappt es tatsächlich. Das ist sehr, sehr schön, dass wir da hinkommen. Dann braucht man nur noch hier in diesem Bereich einen weiteren Endbahnhof. Und ich denke, auch das könnte wieder etwas komplizierter werden. Wobei, wenn wir hier einen Betrieb entfernen, dann ist der zwar nicht so glücklich, aber wir können hier unsere Seilbahn langlegen. Genau. Und zum Monorail-Bahnhof ist es von dort dann auch nicht so weit. Von dem her denke ich, könnten wir auch auf dieser Seilbahnlinie in Zukunft doch einige Passagiere bekommen. Ja, hier vorne haben wir momentan das Problem, dass wir Strommangel haben. Wobei ich denke, nicht allzu lange wird es auch nicht dauern, bis wir hier Strom haben. Um das Ganze zu beschleunigen, können wir da natürlich auch nochmal eine Stromleitung hinverlegen. Dann auch hier dürfen natürlich neue Industriegebäude entstehen. Und ich hoffe mal, dass wir dort dann auch demnächst den einen oder anderen Arbeiter haben, der dorthin möchte. Genau. Jedenfalls von hier werden auch schon einige Waren abtransportiert. Und ich denke, diesen Güterzug, den benötigen wir momentan noch nicht. Das heißt, auch dieses Gebäude werden wir abschalten. Ihr müsst also in Zukunft darauf achten, dass ihr hier an die einheimischen Firmen irgendwie transportiert. Ich denke mal, so schlimm wird es nicht. Genau. Ja, auch hier, unsere Fähren fahren hier mittlerweile mit den ersten Passagieren. Auch sehr, sehr schön, ja, und man erkennt hier an den Bojen, wo die Fähren fahren können und wo nicht. Genau. Wobei hier, ja doch, wenn man näher rankommt, dann sieht man sie. Auch hier gibt es einige Bojen, auch hier, die auch hier den Fähren den Weg unter der Brücke durchweisen. Genau. Eventuell könnte man hier unten auch nochmal das ein oder andere Arbeiterwohnviertel machen, wobei die, ja, sie sollten eigentlich nicht direkt hier dran bauen. Da sollte lieber etwas Pufferzone zu den Industrien gehalten werden, damit es dort zu keinen allzu großen Problemen mit denen kommt, wegen Verschmutzung und dergleichen. Und ich denke mal, ab hier sind die dann tatsächlich möglich. Und hier können wir dann auch ein neues Stadtviertel einrichten, das bitte ihr benennt. Ich erwähne es einfach nochmal. Falls ihr Vorschläge habt, schreibt sie mir in die Kommentare und ich probiere mich dann irgendwie darum zu kümmern, sofern ich sehe. Wie gesagt, ich nehme einfach ein paar Folgen voraus aus. Aber ich probiere eure Vorschläge so schnell wie möglich umzusetzen und ich denke, ja. Okay, hier könnten wir, denke ich mal, etwas hingehen und denen sagen, die Schule ist aus, weil, ja, ihr habt dadurch hier die Möglichkeit, also, dadurch haben wir hier die Möglichkeit, schnell an neue Arbeiter zu kommen. So, und dann ist noch die Frage, lieber mit der Fähre, was bringt das? Also es kostet, aber dafür fahren mehr mit der Fähre.
Weiß ich nicht, ob das was bringt. Ansonsten haben wir hier mittlerweile auch knapp 1000 Arbeiter. Da kommt dann auch die eine oder andere Person hin, was auch sehr, sehr schön ist. Genau. Eventuell sollten wir hier unten nochmal einen kleinen Park oder so errichten. Damit sich hier unsere neuen Anwohner auch wohlfühlen, die dann hier in Zukunft arbeiten werden. Genau. Ja, und ich denke mal, hier muss dann auch die Polizei mal ausrücken, um hier die Kriminalität etwas zu klären. Ich denke aber mal, das ist eine Aufgabe, die sie souverän meistern wird. Okay, dann sehe ich gerade hier, wir haben mal wieder ein Verkehrsproblem. Und zwar, wen wundert es, entlang unserer schönen Straße hier nach unten. Ja, und ich denke, da könnten wir auch nochmal hingehen und hier diesen Abschnitt etwas weiter ausbauen. Auf, sagen wir, 4 Spuren. Auch nochmal mit Lärmschutzwänden. Vielleicht kriegen wir dadurch den Verkehr etwas beschleunigt. Auf diesem Abschnitt. Genau. Das wäre zumindest mein Wunsch. So, und ab hier brauchen wir, denke ich, keine Lärmschutzwände mehr. Da reicht es, wenn wir einfach so weiterbauen. Beziehungsweise hier kommen wir gar nicht weiter rum. Das heißt, wir enden es einfach. Ja, ich glaube, hier reicht es, wenn man nur 3 Spuren hat, auch auf dem Abschnitt. Genau, ab hier unten, wo dann auch nochmal die ganzen Industriefahrzeuge dazu kommen, denke ich, könnten wir eine 4. Fahrspur gebrauchen. Das heißt, ab hier haben wir dann auch eine. Okay. Ja, in der Gegenrichtung reichen 3, so wie es aussieht, relativ gut. Und dann ist die Frage, wo wollen wir alle hin? Anscheinend hier hoch. Da könnten wir auch eventuell nochmal nachhelfen, indem wir hier diese Straße auch nochmal 2-spurig bauen. Und die 4 Spuren dann auch nochmal bis hierhin erweitern. Denn ich denke, das ist so die Kreuzung, wo die meisten sich dazu entschließen, entweder geradeaus oder rechts zu fahren. Und demnach sind 5 ausgehende Spuren von 4 Spuren gekommen. Gar nicht mal so verkehrt. Okay. Dann sieht das hier so aus, als ob es hier irgendwie die Spuren etwas komisch durcheinander gewürfelt hätte. Oder die Fahrtrichtung. Das heißt, ich reiße den Abschnitt einfach kurz nochmal ab, baue ihn neu. Das hilft manchmal auch bei einer Entzerrung. So, vielleicht funktioniert es jetzt etwas besser. Kurz wird es natürlich dauern, bis sich alle wieder richtig eingeordnet haben. Genau. Vielleicht wäre es auch nochmal ratsam, diesen Tunnel hier tatsächlich nur in eine Richtung freizugeben und alle, die irgendwie hier in Richtung Feuerdorf wollen, bereits unten abfahren zu lassen. Das heißt, auch das ändern wir nochmal in eine normale Auffahrt. Genau. Und ich hoffe einfach mal, dass dadurch hier dann das Ganze wieder etwas flüssiger läuft. Und es dazu kein Problem kommt. Genau. Da stauen sich jetzt die ganzen Fahrzeuge irgendwie rüber, hoch auf die Brücke und von dort dann hin. Aber ich denke mal, dass hier der Verkehr wieder etwas besser abfließen kann als vorher. Wobei wir eventuell auch dort nochmal abhelfen können und die ganzen Fahrzeuge
die aus dem Industriegebiet rüber wollen, nochmal anders drauf fahren lassen. So, die haben wir hier vom Nahverkehr. Okay, da haben wir momentan einen Bus, der wenden möchte. Dem sollte man natürlich nicht seine Fahrroute irgendwie absprechen. Das heißt, den sollte man nochmal irgendwie verlegen. Zum Beispiel, ja gut, der kann auch in Zukunft hier unten rumwenden. Das ist nicht das Problem. Wenn wir da kurz pausieren und dann hier diese Brücke abreißen. So, da ist jetzt leider der Abschnitt da unten mit flöten gegangen. Den können wir aber auch wieder gut aufbauen. So, und ich denke, drei Spuren sind hier etwas zu viel des Guten. Da reichen zwei. Genau. Und die sollten auch, denke ich, lieber im Untergrund verlaufen als hier oben. Das heißt, wir gehen von hier nochmal völlig neu aus. Und bauen die Straße hier lieber nach unten. Ja, etwas unterirdisch. Einmal hier unten entlang. Und stoßen dann erst hier am Ende dieses Tunnels auf die Hauptautobahn. Ich hoffe mal, dass sich dadurch der Stau dann wieder etwas entzerrt. Oder entzerren kann. Genau. Und hier diese Brücke wird dadurch auch nochmal überflüssig. Die kann demnach auch wieder weichen. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, eine weitere Fahrspur anzubieten. Damit auch hier der Verkehr etwas besser laufen kann. Und ihr seht es, jetzt nutzen hier zwei Fahrspuren, um hier hochzukommen. Und der Verkehr fließt, oder scheint zumindest zu fließen. Hier unten stockt es jetzt ein bisschen wegen den LKWs, die da wahrscheinlich von der Seite irgendwie reinkommen. Aber okay. Ich meine, das ist immer noch besser als das einspurige, als der einspurige Stau, den wir da vorher hatten. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, ist es doch wieder relativ wenig geworden, was hier staut. Es ist nur eventuell hier bei der Einfahrt von der Todstraße nochmal so. Genau. Ja, und dann eben auch hier auf der Abfahrt noch das Ganze, was sich da in letzter Zeit irgendwie zurückgestaut hat. Genau. Und dann würde ich sagen, zu guter Letzt nehmen wir noch hier den internationalen Flughafen in Betrieb. Ja, ihr seid jetzt erstmal traurig über die Lärmbelastung, aber ich freue mich auf das erste Flugzeug, das hier ankommen wird, um bei uns zu landen. Genau. Ja, und jetzt dauert es auch gar nicht mal so lange, bis hier dann demnächst das erste Fußballspiel gewinnt. Das werdet ihr allerdings erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, die hier hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und ciao.